Hallo Mitspieler, mein Name ist Dallo Riot und ich begrüße euch zur 108. Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Wir sind in einer Vergeltungsaktion, die wir vom Missionsziel her schon erreicht haben. Wir sollten 6 Zivilisten retten, haben 8 bis jetzt eingesammelt, haben aber übelste Gegenwehr hier. Wir haben noch 2 Gegner in Sichtweite, hier dieses Andromedon, was wir schon kaputt geschossen haben, was jetzt hier nur noch... Du siehst, da hängt vorne ein Lurch raus oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier noch einen Sektoiden, der gerade eben die Araminta hier auf dem Dach verwirrt hat. Sie ist ein bisschen desorientiert. Und irgendwo hier hinten treibt sich noch ein schwerer Mech herum. Okay, kümmern wir uns doch erstmal um das hier Sox hier. Und das machen wir am besten mal mit dem Lunes. Der hat 100%, könnte aber auch mit Pistole wohl arbeiten. Mit der Pistole hat er nur 99%. Konfrontation, na ist blöd, das würde nicht reichen, das würde auch nicht reichen. Also das würde mit einem Critical könnte er... das Viech rausnehmen und könnte dann eventuell noch auf den Sektoiden snipen. Ist ein bisschen Risiko. Aber das ist ja immer dabei. Kein Critical, Viech steht noch. Okay, dann werde ich aber trotzdem auf den Sektoiden schießen, weil ansonsten kaum einer Sicht auf den hat. Da war wieder Schaden 9 bis 11. Eben war es bis 10. Och, come on, das ist doch nervig. Kein Treffer. Also wenn es nicht 100% ist, ist die Wahrscheinlichkeit zu verreißen super hoch. Okay. Wie nun am besten? Danny, schon mächtig angeschlagen, würde ich doch am liebsten an irgendeiner tollen Deckung sehen. Ja, tolle Deckung wäre hier. Was ist, wenn der schwere Mech hier um die Ecke kommt? Naja. Endlich! Na, dann kümmere dich mal um dich selber. Na. Heilmodus! Oh, T-Rex. Komm, geh mal hier an den Zaun. Endlich! Halbe Deckung hier oder da, das macht keinen Unterschied. Und... beschieße ihn doch einfach mal. Oh, das langt. Sehr gut. Du warst kein Gegner für mich. Okay, Beta. Beta geht hier ran. Schon unterwegs. Oh, hier unten ist ja noch ein Ziviles. Ja, wo es den sammeln, war ja aber auch automatisch ein, wenn wir alle Gegner getötet haben. So, und du hast Auge auf den Sektoiden und kannst 63%. Mach die. Ein 7er Schaden, liegt er? Hat sich nachgezählt? Wie wartet er? Ne, er hat noch einen. Es passiert auch super oft, dass man die beschießt und die noch eine Lebensenergie haben. Ich glaube, du wirst hier einfach decken. Gebe Feuerschutz. Oh Gott, schau, die Verwirrte. Oder die Desorientierte, die hat jetzt auf alles Abzüge, oder? Kann nicht säbeln. Aber das müsste doch an und für sich funktionieren, dass sie hier hingeht. Und dann auf den Sektoiden schießt. Endlich. Man wird gröbere Abzüge haben, aber das müsste doch eigentlich reichen, oder? Na, meckert er. Mal er weiß, was passiert. Wie viele waren das jetzt? Unzählige. So. Meines 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Wo hab ich denn da einen schweren Mech gesehen? Status bestätigt. Mission erfüllt.
10 von 13 finde ich ist sehr gut. 7 benötigte Runden, kam ja auch mehr vor. 15 Feinde, 3 Leute verwundet. Kann ich super mitleben. Trefferquote 87,5. 2,14 getötete Feinde pro Runde. Heftig. 6,6 Durchschnittsschaden, Deckungsbonus. Gefällt mir alles gut. Was mir nicht so gefällt, ist, dass ich da noch einen schweren Mech auf der Rechnung hatte, der dann weg war. Muss ich mir eine Aufzeichnung nochmal angucken. Sorry dafür, für die Fehlinformation. Egal. Home sweet home. Da kommen sie, die tapferen Recken. Zwei leicht ein schwer verwundete. Okay. Lunas Showtime, wie immer, mit der Frequid ganz weit oben. T-Rex auch über 2, super. Araminta haut auch immer Ehen raus. Thompson könnte ein bisschen zulegen, aber als Spezialistin, alles super. Danny Nero auch mittlerweile fast auf einer 2er Frequid, klasse. Und Shoshana auch super. Ja, und Danny kriegt einen Keks. Und zwar Genesung der Gremlin-Fixator, ein Truppenmitglied, ja. Das ist genau das, was wir brauchen. Alles andere interessiert mich nicht. Roboter kriegen wir auch auf andere Art und Weise klein mittlerweile. Gut, Hacken 80 plus 40. Na gut. Was haben wir denn mitgebracht? Wir haben den Automatiklader, 3 Nachladeaktionen, kosten keine Aktion. Schießen wir eine Chance von 10%, keine Aktion kostet. Ausweichen. Kann ich auch nicht so richtig einsortieren, wann das hilft. Das hilft möglicherweise im Nahkampf, wenn einer ankommt und ihn ansäbeln will, dass man dann natürlich einen Move machen kann, dass man abtauchen kann. Ja, und Mobilität ist super geil. Würde ich am liebsten bei jedem haben, weil das macht uns super beweglich. Ja, auch wieder ein Haufen Leichen dabei. Hallo, Commander. Hallo, Red. Dankbar, Widerstand weiter wachsen. Super. Einnahmen um 6%, um 6 Vorräte erhöht. Klasse. So, ist ihre Erschütterung los. Und was passiert ansonsten? In 2 Tagen kriegen wir eine neue schwere Waffe. Das Schattenprojekt ist in 3 Tagen durch und was danach passiert, ist alle zu weit weg. Vorratslieferung liegt immer noch herum, das wissen wir. So, in 6 Tagen könnten wir Alien-Legierung hier rausholen. Brauchen wir Furien. Gut. Wir waren aber dabei, Info zu grinden. Obwohl wir 30 Info... Oh, das ist mal Schluck auf, passt da jetzt genau drin. Sorry. ja, Info. Info oder Kontakt machen. Ich glaube, wir gehen auf Kontakt. Wobei der Kontakt, wenn... Wo waren das mit dem Turm? Hier hatten wir den Turm. Warum sollten wir denn hier Kontakt herstellen? Hier ist doch ja nichts. Moment. Hier müssten wir erst noch einen Turm bauen, damit die Kontaktaufnahme günstiger wird. Hier müssen wir noch über Neu-Indonesien... Ja, wir müssen uns in Richtung Osten ein bisschen besser ausbreiten. Gut, was kosten hier ein Turm bauen? Kostet 200 Vorräte. Na gut, dann gehen wir erstmal mit unserem Klingelbeutel hier oben die Vorräte einsammeln. Das dauert 5 Tage. Wir haben noch andere Vorräte. Ne? Alien-Legierung, diese Vorräte... Und die hier drüben innerhalb von 3 Tagen. Na, dann nehmen wir diese 3 Tage. Berechnet neuen Kurs. Das ist ja auch praktisch hier unser Sold, den wir praktisch von diesen ganzen Bereichen vom Widerstand zur Verfügung gestellt bekommen. Ist auch mal komisch, dass die praktisch auf der ganzen Welt der Widerstand ihr Zeug zusammentut und dann hier ablegt. Also das hätte ich spieltechnisch auch irgendwie anders erledigt. So, experimentelle Servowaffe hergestellt. Schredder, Sturmkanone. Oh, hört sich ja schon mal gut an. Die ist eine aggressive Variante der Schredderkanone und fordert rasiermesserscharfe Projektile in einem kegelförmigen Bereich ab, die auf kurze Distanz verheerende Wirkung haben. Sehr cool. Davon könnte man auch gleich 2 haben oder so.
Testbereich. Project. Ja, da gibt es dann bestimmt auch noch einen Flammenwerfer und noch eine verbesserte Rakete. Ja, mach einfach. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Jewelt, dann tutter dich da mal ein aus. Du hast hier im Grunde genommen ja nichts zu tun. Achso, weil Schattenprojekt läuft, okay. Habe ich das jetzt abgebrochen? Nee, oder? Das läuft noch. Ein Tag. Ah, wir haben auch kaum noch was zu erforschen. Sei denn, da ist jetzt wieder was dazugekommen. Technik müssen wir noch machen. Gut, dann sammeln wir die Vorräte ein. Her damit. Boom, 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 boom. Stimmt, irgendein Dimensionstor oder so was. Und damals die Leute nicht aufs Schiff holen. Aber du bist der Einzige, der das tun kann. Du weißt, dass ich es selbst tun würde, wenn ich könnte. Das Tor ist jetzt bereit. Ist das Objekt soweit? Bereit. Ich habe Rover mit den Überresten des Kodex für uns verdrahtet. Er sollte das gleiche Signal ausstrahlen, mit dem der Kodex durch das Tor kam. Sehr gut. Fangen wir an. Wir haben gesehen, wie der Kodex einen ähnlichen Riss geöffnet hat. Ihrem Gerät wird nichts passieren. Los, wir zeichnen über alle Spektren auf. Denk daran. Rein, mach ein paar schnelle Messungen und dann wieder zurück. Okay. Das ist ja nett gemacht. Sehen Sie das? Es scheint, als würde unser Signal empfangen. Erhöhe Energie. Sieht nicht wie ein Ort aus, an dem wir schon waren. Oder wie irgendein anderer Ort auf der Erde. Vielleicht ist das die Quelle. Sozusagen der Sitz der Macht der Aliens. Über alle physikalischen Grenzen gesichert. Da ist ja noch ein Tor. Nur ein Weg, das herauszufinden. Los! Wir zählen auf dich. Oh, Black Screen. Ja. Das ist auf keinen Fall gut, Doktor. Es hat funktioniert. Es gab einen Moment, als das Gerät zwischen den Orten war. Allerdings fragte das Tor dann nach einer zweiten Signatur, einer organischen Signatur. Mhm. Als wir die nicht liefern konnten, generierte es eine Art Resonanzimpuls. Offensichtlich. Wenn der Kodex die Tür erzeugt, ist diese organische Signatur der Schlüssel. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden, bevor wir es nochmal versuchen. Das hier nicht mit etwas Organischem passiert. Stimmt. Ich informiere sofort den Commander darüber. Der hat zugeguckt. Wir sind nun bereit für die Autopsie des mächtigen Wesens, das wir geborgen haben, Commander. Ich spüre, okay, dass wir an der Schwelle zum vollständigen Verständnis dieses Avatars stehen, nachdem wir so lange gestrebt haben. Hört sich so ein bisschen nach Endgame an. Verbesserungen ansehen. Warum leuchtet das so, wenn ich hier nicht verbessern kann? So, ist doch hier baut. Warum bietet er mir das noch an? Jetzt ist das Licht aus. Komisch. Schattenprojekt ändern, anzeigen. Jetzt müssten wir ihn hier praktisch untersuchen. Ja, dann. Aber wir gucken erstmal, ob es noch irgendwelche anderen Forschungsprojekte gibt. Hallo, Commander. Nee. War alles fertig. Trotz des unerwarteten Ausgangs unserer Tests des psionischen Tors glaube ich fest daran, dass das Experiment als solches entscheidend für unsere zukünftigen Einsätze war. Diese Kreatur ist die beinahe perfekte Fusion von Menschen und ältesten DNA. Hm. Diese Kreatur ist stark, scheint aber noch unfertig zu sein. Vielleicht konnten wir sie am Ende nur deswegen besiegen. Dennoch bleibt mir nur eine logische Schlussfolgerung. Oh oh. Erzähl mal.
solche Hoffnung. Ich glaube, das hier ist unser Avatar. Tja, was sagt uns das jetzt? Na, untersucht mal den Jungen. Und gibt mir dann Bescheid. 5 Tage habt ihr. Auf geht's. Gut, und wir sammeln hier weiter unsere Kröten ein. Alles eingesammelt. Neues Personal. Ignore, brauchen wir nicht. Gut, wir haben aber immer noch hier diese Einsätze, die wir machen möchten, müssen, dürfen, sollen, können. So, wir wollten nach Neuindien hier einen Turm bauen, damit uns die Kontaktaufnahme in Richtung Ostasien und Neuindonesien ein bisschen günstiger wird. 200 Vorräte. Setze Kurs auf die indische Region. Jetzt soll links rumfliegen können, nur. Soll ein bisschen Treibstoff sparen. Drei Tage. Höre sie laut und deutlich. Sehr gut. Vigilo Confido. So, dann heißt es Kontakt entweder Ostasien oder Neuindonesien. Und da wir hiermit die Uhr so ein klein bisschen zurückstellen können, würde ich sagen, gehen wir in Richtung Ostasien. Kostet uns 30 Info. Do it. Kurs auf Ostasien. Okidoki. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Na, kommen wir wohl nicht zu. Wir kriegen hier gerade noch einen neuen Job rein. Zerstöre das Alien-Relais. Sehr schwer für einen Wissenschaftler. Aber mit der Forschung sind wir doch so gut wie durch. Wozu brauchen wir einen Wissenschaftler? Großer Durchbruch für 2 Projektblöcke. Nicht so schön, 2 Blöcke. Operation Arachnoider Gestank. Erlange den Gegenstand vom Widerstandsversteck, also irgendwas bergen. Dr. Ben Butler, ein Ingenieur. Auf dem Landfall konnte er nicht mehr um 50%. Operation Magischer Helm, sehr schwer für Vorräte. Tja, Leute, da bin ich jetzt aber auch ein kleines bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, da holen wir uns den Ingenieur. Ja. Setze Kurs auf Sektor 8, Mexiko. So. Ja, dann heißt es wieder die Crew komplett ausstatten. Das heißt, alle Leute gehen wieder nach Hause. Hängen dann alle ihre Waffen, Gadgets und Rüstungen zurück in den Schrank. Damit wir dann aus dem Vollen schöpfen können, um ein neues Team zu wählen. So, wir hatten den Lunis dabei. Jetzt ist es wieder der Sensei. Wir nehmen uns T-Rex mit als Grenadier. Als zweiten Grenadier hatten wir letztes Mal die Shoshana dabei. Und Domino Harumi Sato war eigentlich auch noch nicht so oft mit dabei. Ich glaube, denen geben wir mal eine Chance. So, dann wie immer 2 Spezialisten. Beta ist wie immer gesetzt. Danny ist leider verletzt, dann kommt die Frau Lopez mit. Und dann hat man noch Platz für einen Ranger. Und ich glaube, die Araminta, die wird mal durchatmen und wir nehmen den Bärmann mit. Juet. Denn wie immer, ihr kennt das Prozedere, Drachengeschoss, Gefechtsscanner für den Sniper. Dazu machen wir sofort Killchance. Zielsicherheit braucht er eigentlich kaum noch. Lieber kostenlose Nachladen und die Sofort-Cash-Chance. Und was wir ihm auch noch anbieten, ist eine PKS.
Und zwar eine Mobilität von 4. Finde ich gut. Sniper, die weit laufen können, sind immer sehr willkommen bei uns. Okay, die Grenadiere oder Grenadiers, wie auch immer, sollten wieder die Warrior-Schichten kriegen, weil die halt eben auch auf einen Slot verzichten können. Magazingröße, Zielsicherheit plus 10. Zielsicherheit plus 10, hier fehlt mir besser. So, du darfst die neue Schredder-Stromkanone mitnehmen. Und eine Brandbombe. Du machst Brand und Plasma. Sehr gut. Oh, noch ein Grenadier. Zwar die Sato bekommt auch so ein Wardings. Du Crit Chance plus 5. Kostenlose Nachladen. Critical Chance von 15. Obwohl mir hier Zielsicherheit wäre mir hier an und für sich lieber. Können wir da noch irgendwas fummeln? Ne, sieht nicht gut aus. Können wir nicht weiter verbessern. Mit PKS geben wir dir einfach mal hier ausweichen. Vielleicht haben wir eine größte Chance, feindlichen Angriffen auszuweichen. Oh, finde ich gut. Oh, ansonsten, was stecken wir dir denn schön in die Taschen? Darfst Säure mitnehmen und Plasma. Und damit dir auch fertig. Obwohl, du kannst noch die andere Schredderkanone. Die finde ich ja richtig gut, die Schredderdinger. Die gefallen mir richtig klasse. Beta. Hier noch was hinzuzufügen. Waffenverbesserung, weil sie noch keine schöne Waffe hat. Die bekommt sie nämlich jetzt. Fehlschussschaden immer 3, 15% Sofortkill. Zielsicherheit plus 10 finde ich cooler. Hat einen Mark 3 Gremlin. Ein Medikit und eine Säurebombe. Schaden 4 bis 5. Radius 3, zerfetzen 4. Auch Schaden 4 bis 5, ja, ist im Grunde dasselbe in grün, bloß dass, ups, kein Folgeschaden entsteht. Jo, wir haben Beta, das wird wieder eine lange Episode, weil das dauert ja auch immer hier das Ausstatten. Aber egal, die Zeit müssen wir uns halt nun mal nehmen. Die Frau Bishop hat keine PKS, hat aber einen Wille von 70, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Hat noch keine Waffe. Die stecken wir hier mal zu. Fehlschussschaden macht immer auf jeden Fall einen Dreier-Treffer. Und hat die Möglichkeit, einen Gegner sofort zu erlegen. Okay, dann wirst du natürlich ein Medikit mitbekommen. Oh, und auch eine schöne Bombe. Hochschaden 4 bis 5 und ist super im Zerfetzen. So, sind wir mit ihr fertig. Und dann bleibt nur noch der Bärmann. So, du hast auch noch keine PKS. Dein Wille ist hoch genug und wir haben ja nur noch Wille-Zeug. Wacherrüstung, du bekommst Zielsicherheit. Plus 5 ist ein bisschen wenig. Ich würde diese Waffe ja nicht wegschmeißen, weil ich jedes Mal immer wieder hier rüber hubern muss. Kann man da nicht irgendwas machen? Ach. So, Critical 30% Chance auf Bonus-Assektion. Ja. Nimmst du die hier? So, dann hätte ich gerne, dass du das Imitationsgerät mitnimmst.
Obwohl, du bist ja ein Ranger und als Ranger hättest du auch mit diesem Höllengewebe eigentlich viel Spaß. Allerdings solltest du auch eine Granate dabei haben. Bei den fetten Gegnern, schildtechnisch, finde ich, sollte eine Granate immer ein Mann sein oder eine Frau. Juti, dann haben wir eigentlich alle ausgestattet. Wir haben die Rüstung verteilt. Medipacks sind am Mann. Ja, würde ich sagen, machen wir uns los. Jeha! Oh, da wären wir. Da machen wir eine Ansage, Central. Manus 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Okay, 8 Runden haben wir Zeit. Wir machen erstmal eine Runde Pause. Dann schauen wir uns das mal alles ein bisschen genauer an. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel, ob das hier ein Geldautomat ist und wieder Geld abheben können, fragt ihr einfach im Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.